Very good. I suppose you arrived with the morning tide, with that boat from the east. Welcome to Sorpegel by the Sea. You're raiders, are you not? Adventurers? Ja, da wird man direkt mal von der Seite angequatscht von Dunstan. Eigentlich wissen wir auch gar nicht, wie er heißt, aber ich finde es sehr lustig, dass die Namen bei RPGs oftmals schon direkt irgendwo drüber stehen. Cooler wäre es eigentlich, wenn da Fragezeichen stehen würden. Und ihr seid... Oh, und das war jetzt auch nur ein Teil der Sprachausgabe. Das heißt, ab hier müsste ich dann selber lesen. Wie unhöflich von mir. Ich heiße Dunstan. Ich war auch mal Schatzjäger. Aber ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Das werdet ihr hier noch häufig hören. Sorpegel ist einer dieser absolut langweiligen und sonnigen Orte, wo Helden ihre alten Tage verbringen, wenn sie der endlosen Kriege und Abenteuer überdrüssig geworden sind. Oh, I guess the news of the current situation hasn't reached the rest of the world yet. Nobody is going in or out of Carthal, my friends. I know from a well-informed source that rebels have taken over the city. They have sealed its gates and closed the harbor while they establish a new government. Oh, ist er fertig mit dem Reden? Ich bin jetzt ganz kurz eingenickt. Unglaublich spannend gerade. Sprich, die Tore sind zu. Ja, ich suche nach Arbeit. Cool. Also, ihr wollt euch etwas Gold verdienen und einen Namen machen. Wie? Dann solltet ihr die Stadtgarnison gehen und nach Hauptmann Maximus fragen. Aber ich dachte, ich komme nicht rein. Ich habe gehört, dass er noch anwirbt. Aber ich vergesse ständig, dass ihr hier noch neu seid. Soll ich euch einen Weg herumführen? Naja. Ja, das war ein Kommentar von unserem Zwerg im Übrigen. Also gut, ich begleite euch eine Weile. Wenn wir uns einem interessanten Ort nähern, sage ich euch, was ihr darüber wissen müsst. Ja, weiter geht's. Also, einige Nichtspielercharaktere können angeworben werden, damit sie der Gruppe beitreten bzw. diese begleiten und ihre individuellen Dienste erweisen. Andere mögen sich eurer Gruppe für die Dauer eines bestimmten Auftrages anschließen wollen. Ihr könnt immer nur höchstens zwei Begleiter haben, aber ihr könnt einen Mietling entlassen, hört sich lustig an, Mietling, damit sie einen Auftrags-Nichtspielercharakter der Gruppe anschließen kann. Cool. Die Hinweise sind sehr praktisch, muss ich sagen. Im Übrigen, hier sieht man auch sehr schön, welcher der Charaktere gerade ausgewählt ist. Hier, so, da. Und was für Fähigkeiten er hat, also angreifen. Fernangriff geht nicht, weil er keine Fernkraftwaffe und verteidigen. Auch hier, dann gibt es noch einen Eisstrahl umschlingen, sowie ein paar Potions. Hat er hier eigentlich auch, hat er alle fünf Potions, okay. Dann himmlische Rüstung und so ein Gedöns halt. Und der Gute hier, der darf einfach mal bleiben, wie er ist. So, wir drehen uns mal ein bisschen um. Hier ist ein Hund, mit dem kann man nichts machen, okay. What a lovely town. Und die hier stehen rum und machen komische Bewegungen. Und da schwebt tatsächlich ein klein wenig Löwenzahn durch die Gegend. Ja, okay, also mit denen kann ich nichts anfangen. Sorpegel. Also wir können jetzt entweder hier hoch oder wir können wahrscheinlich auch hier lang. Deswegen gucken wir mal kurz, ob wir hier vielleicht irgendwas finden. Kann man eigentlich diese... Ah! Wer will... Da ist das Fass mit einer pulsierenden gelben Flüssigkeit. Wer möchte trinken? Zur Auswahl eines Gruppenmitglieds bitte auf das Porträt klicken. Oh. Widerstand gegen Lichtmagie hinzugewonnen. Cool. Moment mal, gab es hinten nicht noch ein Fass? Das konnte ich aber nicht anklicken, glaube ich. Also seht ihr, es lohnt sich auf jeden Fall, sich in solchen Spielen immer umzugucken. Kann ich auch so laufen. Geht auch. Dieses rechts, links, rechts, links. Ja, hier ging nichts. Ja, aber da steht halt einfach mal ein Fass rum. Trinken wir einfach raus. Kein Problem. Experimentelle Trinkereien gibt es ja heutzutage so in jedem Labor. Da verdient man wenigstens Geld. In dem Fall bekommt man halt ein Widerstand gegen Licht. Hi. Na? Was geht? Wer da? Gebt euch zu erkennen. Schatzjäger, was? Wir untersuchen gegenwärtig das Verschwinden mehrerer Einwohner. Niemand verlässt die Stadt, bis wir herausgefunden haben, was mit ihnen passiert ist. Ach, heraus, nicht rein. Das heißt, rein können wir. Falls ihr eine Beschwerde habt, tragt sie Kommandant Maximus in der Garnison vor. Da wollen wir eh hin. Dementsprechend alles gut. Dann gucken wir mal. Also, was haben wir denn hier Schönes? Kommen wir hier rein? Nein. Kann man nicht nehmen. Gut. Immer schön alles angucken. Hier kann man drumherum latschen. Gucken wir mal kurz. Ah, sieh mal einer an. Da ist schon was. Ein Buch nehmen. Die Gruppe hat das Buch, die Geschichte von Carthal, mitgenommen. Hm.
Machen wir kurz Inventar auf. Also B ist das Zauberbuch. Das Zauberbuch enthält alle Fertigkeiten und Aktionen des aktuell gewählten Gruppenmitglieds. Ihr könnt auf ein Porträt klicken, um das Zauberbuch eines anderen Charakters zu wählen. Mit einem Klick könnt ihr, und so weiter und so fort. Also prinzipiell bin ich jetzt gerade, gehen wir mal auf die hier. Das ist die Magierin. Interesting. Und da kann man eben dementsprechend die Sachen rausziehen. Oder auch sortieren. Jetzt zum Beispiel nur nach diesen hier. Das ist wahrscheinlich Suchen. Ah ne, alle Zauber, okay. Dann haben wir Aktionen, die wir raussuchen können. Normale Angriffe. Luftzauber. Der Windstoß ist auch da vorne drin. Und Lichtzauber, der ist auch da. Das sind also momentan alle drin. Fertigkeiten natürlich auch. Da kann man dann nach und nach, denke ich mal, erhöhen. Und neue auswählen. Okay, haben wir das auch gelernt. Aber eigentlich wollte ich das Inventar aufmachen mit I. Auch wieder ganz normal sortiert, ne, nach den entsprechenden Personen. Kampf, man kann sich hier die ganzen Werte und Attribute angucken. Ausrüstung, ganz klar, man kann hier die Ausrüstung hinzupacken. Und oben hat man wohl irgendwie noch so seine Fähigkeiten, wie es aussieht. Und natürlich die Potions, die jeder hat, wie es aussieht. Okay, kann man den auch anwählen? Nee, kann man nicht. Dementsprechend weiter geht's. Rechts unten seht ihr im Übrigen hier die Minimap. Man kann auch die Weltkarte mal aufmachen. Kann man auch mit der Taste N. Und Umgebungskarte. Und das ist die Umgebungskarte. Und das ist so typisch, ne, man sieht es auch schon, der kleine Pfeil bewegt sich hinher. Typisch Oldschool RPG. So, Tag und Nacht, jedes Mal, wenn ihr ein neues Feld zieht, rückt die Zeit im Spiel weiter vor. In der Außenwelt verstreicht mit jedem Schritt mehr Zeit als in Städten und Verließen. In der Außenwelt könnt ihr bei Tag auf andere Feinde stoßen als bei Nacht. Klar, ist ja logisch. Kann man da draufklicken? Oh, man kann Kartennotizen machen, das ist natürlich super. Gefällt mir schon mal sehr gut. So, und ansonsten hat man hier halt auch dann die Möglichkeit wahrscheinlich zu reisen, je nachdem, wo man ist. Notizen kann man hier nicht machen. Okay. Dann haben wir ein klares Menü, das ist mit Escape ja auch zu erreichen. Und hier haben wir halt Tag, Nacht, dann kann man gucken, wir haben jetzt zum Beispiel 10 Uhr, Ashtar, erster Tag der Sonnenblüte im Jahre 575 JSD, was auch mal JSD bedeutet. Ansonsten haben wir Tagebuch. Das ist im Prinzip das Quest-Tagebuch. Ja, also das ist unsere Hauptquest, wie es aussieht, und das ist so mit Maximus sich treffen. Bestiarium, wenn wir welche gefunden haben sollten, haben wir momentan keine, gucken wir uns später an. Und das Wissen, wir haben ja eins schon aufgesammelt und könnten hier jetzt im Endeffekt Geschichten lesen, da habe ich jetzt allerdings keinen Bock zu. Jemand hat man schon, Zauberbuch hat man auch schon, Rasten können wir auch, dann gibt es dann virtuelle 8 Stunden, dadurch regenerieren wir alles wieder und können dann einfach weiterlatschen. So, was haben wir hier Schönes? Das sieht man nach einem... so weit im Süden begegnet man nicht vielen Zwergen. Offenbar hatten die Langbärte früher einen Außenposten in den Bergen im Norden von hier, sodass einige von ihnen noch auf der Halbinsel leben. Ich weiß aber nicht, ob das auch in Turmond zutrifft. Jedenfalls ist er ein ziemlich guter Rüstmeister und ihr solltet euch seine Arbeiten ansehen, bevor ihr weiterzieht. Das heißt, wir gehen jetzt mal einfach mal rein und gucken uns mal den guten Zwerg an. Eieiei, der sieht ja mürrisch aus. Hallo, willkommen in meiner bescheidenen Werkstatt. Ihr seid auf der Suche nach Rüstung oder Schild. Ja, dann hat man jetzt die Möglichkeit, entweder Ausbildungsexperte mit der schweren Rüstung zum Beispiel anzuwählen. Wir haben 200 Gold im Übrigen. Reparaturen. Ja, unsere Sachen kriegen auch Schaden. Das ist wirklich oldschool. Nix hier von wegen 2 Millionen Treffer auf dem Brustkorb mit einem riesigen Hammer auf Metall. Nicht mal eine Delle drin. Oder Klatsch. Ich möchte mal gucken, was kostet mich denn die... Eine gute Rüstung kann euch das Leben retten. Eine gute Rüstung richtig eingesetzt, tut das ganz bestimmt. Soll ich euch lehren, wie man eine Rüstung richtig trägt? Und dann sieht man genau, Torem ist nicht gut genug für diesen Rang. Lindfell kann diese Fertigkeit nicht lernen. Ist nicht gut genug für diesen Rang und kann nicht lernen. Also es geht nicht, dann kann man handeln. Und dann hat man hier entsprechend natürlich Ausrüstungsmöglichkeiten. Jetzt gucke ich mal gerade, ob sich auch was danach sortiert. Nicht so wirklich, aber man kann tatsächlich Sachen einkaufen. Und das ist auch gar nicht so schlecht, glaube ich, am Anfang. Vor allem die sind... käuflich auch jetzt, sag ich mal, nicht so schlecht. Was tragen wir denn überhaupt? Wir tragen gar keine Rüstung momentan. Das ist ziemlich bescheiden. Prinzipiell würde ich jetzt so mal gucken. Lederfäustlinge. Ach, wir können auch erstmal weiterlaufen. Gucken mal, was wir finden. Gehen sie da raus. Verkaufen kann man natürlich auch. So, und wie gesagt, die Minimap ist immer ganz, ganz gut zu beobachten. So, gucken, ob man da auch in die anderen Türen hier rein kann, aber das sieht es im ersten Moment noch nicht so aus. So, wie sieht es hier aus? Geht auch nicht da rein. Aber es ist texturentechnisch schon komplett unterschiedlich. Also manchmal ist es ganz hübsch, dann ist es hier nicht so hübsch. Atmosphärisch ist es auch nicht viel los, so in der Stadt, ziemlich leer.
Ach, ups, da kann ich rein. Eileens Haus. Hui. Nett. Also hier kann man Klatsch und Tratsch. Ein Auftrag. Verschollene Lämmer. Don't we have better things to do? Ich bin in dieses Gebiet gekommen auf der Suche nach meinem... nach drei entflohenen Verbrechern. Einer von ihnen hat sich einer Bande von Straßenräubern angeschlossen und an Überfällen auf Kaufleute teilgenommen, die auf der Straße nach Kartal unterwegs waren. Sein Geburtsname ist Lucas, aber er nennt sich selbst Luke. Ein anderer, Kirk, hat angeblich auf ein Piratenschiff angeheuert. Wahrscheinlich kann man ihn in der Jauchegrube finden, die man die Klippe nennt. Der dritte hat sich den Söldnern der Schwarzen Garde in Kartal angeschlossen, die in Wirklichkeit eine Bande von Halterschneidern sind, die man mieten kann. Er heißt Ripley. Ripley Scott. Sollt ihr ihn auf den Reisen begegnen, könnt ihr ihnen dann eine Nachricht überbringen. Sagt ihnen, ich biete ihnen die letzte Gelegenheit, den Pfad der Geschlechtlichkeit zu verlassen. Bla 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 bla. Und nein, ich will Klatschen Tratschen nicht anhören. Aber jetzt habe ich noch eine Quest, in der man einfach mal so in ein Haus reinläuft. Kein Problem. Kann ich das hier wieder? Nee, kann ich nicht. Ich will gerne nochmal irgendwas raustrinken. Oder essen. Kann man auch nicht nehmen. Aber hübsch. Hübsch ist schon. Da steht noch einer in der Ecke rum. Mit dem labern wir auch gleich mal. Hi, Kleiner. Ja, okay, also, erzählt mir einen Witz. Ihr wisst sicher, warum Erdelementare so gemein aussehen? Sie haben ein Herz aus Stein. Ich muss weg. Ganz schnell weg. Hilfe. Yuhara ist vor ein paar Jahren aus den sieben Städten gekommen. Offenbar war sie früher ein Mitglied des Hauses Materia, wurde aber aus irgendeinem Grund daraus auch verwiesen. Gott, ich kann heute wieder nicht lesen. Wenn ihr auf der Suche nach einem Schutzzauber oder Talisman seid, solltet ihr sie aufsuchen. Vergesst nun nicht, mit ihr über den Preis zu feilschen. Okay, also Potions hier oben. Wir gehen mal kurz mal rein, gucken uns das mal kurz an. Ausbilden ist zu teuer und Handel haben wir hier. Also hier kann man definitiv ein paar Tränke auch sich dazu holen. Gegengifte, Lehrlingskristallkugel. Ah, das ist also sowas wie ein Zauberstab. Nicht schlecht, nicht schlecht. Könnte sie wahrscheinlich verwenden. Aber, ja. Benötigt mindestens Stufe Anfänger der Fertigkeiten magische Foki. Ah, verstehe, verstehe. Magische Foki, die Fähigkeit, lässt mich als Zauberstäbe benutzen. Und Schriftrollen gibt es ja auch, etc. pp. Ja, so eine ganze Menge Zeug. Ja, wir gehen trotzdem erstmal wieder. Gut, ja, ich könnte mir den Klatschen hier anhören, aber im Prinzip, ja, nicht so wichtig. Ich würde jetzt gerne die Potions hier mitnehmen oder auch die leeren Fläschchen. Das kann ich aber leider nicht machen. Okay. Und irgendwie scheint selbst der Baum hier magisch zu sein, aber ich kann damit nichts machen. Okay, laufen wir weiter. Gehen wir mal die Treppe hoch. Da ist mal ein Fass. Das kann man bestimmt anklicken. Ja. So. Sobald sich mindestens ein Feind auf einem mit dem Standort der Gruppe beim Nachbarten Feld befindet, beginnt für beide Seiten der Nahkampf und niemand kann sich entfernen. Ihr könnt euch aber drehen, um andere Feinde in andere Richtung anzugreifen, okay? Habe ich Zeit? Also so Zeit? So, komm mal her, angreifen. Während des Kampfes kann in eurer Runde jeder Charakter eine Aktion ausführen. Der aktive Charakter ist mit dem kleinen blauen Flämmchen, ja, wisst ihr ja schon. Die Standardreihenfolge ist von links nach rechts, aber ihr könnt auch ein anderes Mitglied vorziehen, das noch nicht in der Reihe war. Also ich kann jederzeit sagen, jetzt okay, ne? Gruppenmitglieder, die mit Bogen oder Armbrust ausgerüstet sind, können Fernangriffe, das weiß ich. Wenn ihr eine Gruppe von Feinden aufs Korn nehmt, die mindestens zwei Felder entfernt sind, braucht ihr kein bestimmtes Ziel auszuwählen, Nahkampf. Achso, das heißt, ihr könnt aus der Entfernung dann direkt angreifen. Feuerstrahl. Dann haben wir Windstoß und wir haben natürlich Entzweien. Die Rüstung aller Feinde im Umkreis von drei wird beschädigt. Das ist schon mal ganz gut. Quasi eine Art Debuff. So, da hat er seinen Spruch schon. Er kann einmal angreifen. Jetzt kann zum Beispiel sie hier. Könnte jetzt quasi mit Fernangriff angreifen. Oder einen Eisstrahl drauf wirken lassen. Oder umschlingen. Wir machen jetzt einen Eisstrahl. So. Rüstung. Eine himmlische Rüstung schützt die Gruppe von nächsten 53 Schaden. Was ganz gut war. Gruppenmitglieder können vergiftet werden. Das ist in dem Fall gerade passiert. Jetzt mal gucken. Ein vergiftetes Gruppenmitglied wird mit einem Gegengift-Trank geheilt. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil er hat nämlich keinen. So, kriegst du jetzt nochmal einen Feuerball drauf. Draufgeschlagen. Gucken nochmal. Herausforderung. Ach, das ist ja mal ein Paladin hier. Ein Kreuzritter. Ich habe ja gar keinen Magier. Doch, Magier ist er hier.
zerschmettern. So. Da ist sie platt. So, Gegengift bekommen. Das ist ganz gut. Es war also, wie gesagt, auch wieder ein Test. Das gehen wir auf jeden Fall. Das ist wieder ein bisschen altmodisch. Prinzipiell muss ich jetzt wieder ins Inventar reingehen. Er ist momentan ausgewählt hier, ne? Nicht, dass ich den falschen auswähle und dann mit Rechtsklick trinken. So, Gegengift ist weg. Beziehungsweise nicht nur Gegengift ist weg, sondern alles ist weg. Und wir haben ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Und den ersten Kampf hinter uns. Also es ist turn-based. In jedem Fall sogar. Es ist aber wirklich egal, welche Reihenfolge es ist. Das ist bei D&D ein bisschen anders zum Beispiel. Da stehen die zwei vorne, zwei hinten. Bevorzuge ich im Übrigen in diesem Bezug. Dadurch kann man noch mal ein bisschen taktischer kämpfen. So, hier ist zu. Okay. Ich kann nicht übers Seil drüber. Oh mein Gott. Hier ist nochmal eine Kiste. Ich glaube, die kann man auch wieder aufmachen hier. Ja. Das ist wieder eine blaue, eine pulsierende. Und dies trinkt mal der hier. Und wir bekommen einen Widerstand gegen Wassermagie. Nicht schlecht. Blau ist also Wassermagie. Die zwei Fässer sind, glaube ich, nicht zu öffnen. Mittlerweile kriegst du, glaube ich, raus. Und da ist eine Kiste. Guckt mal. Gold. 100 Gold. 200 Gold. Also knapp 200 Gold. 198, um genau zu sein. Sehr schick, sehr schick. So, das ist Orleans Haus. Waren wir nicht da gerade schon drin? Nee. Hallo Orlean, wie kann ich euch helfen? Auftrag Blumen für gefallene Helden hätte ich gerne. Mein Bruder Seven war Soldat. Ja, lest euch selber durch, mein Gott. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. So. Falls euch eure Reisen etc. pp. Ja klar, nehmen wir mit. Direkt mehr Questen. Und jetzt sind wir schon wieder fast durch an der Stelle. Können wir kurz mal die Karte nochmal aufmachen. Umgebung. Wir gehen jetzt nochmal in die andere Richtung und das machen wir dann gleich weiter, damit ich euch nicht zu lange langweile hier.